Kinderstrumpfhosen eignen sich ideal für dieses Unterfangen. Die passen mir sowieso schon ewig nicht mehr. Einfach ein Bein abschneiden. Wie viele Hände hast du denn? Ein Blumentopf ist genau die richtige Farbe für den Schnabel. Die Teile lassen sich gut biegen, aber bleiben nicht von selbst in Form. Ein bisschen mit Hitze nachhelfen. Dann mit einer Klebepistole am Strumpfhosenbein festkleben. Achtung, der heiße Kleber ist heiß. Bin hart. Bin hart. Und dir? Ach, wer hätte das gedacht? Noch zwei Knöpfe dran für die Augen und fertig. Good. Hello. Dann wird die Gans der Familienbande vorgestellt. Bob denkt, sie sei was zu essen. Anni will mir wie immer das Gesicht schlecken. Und die Gänse, die haben doch immer zu allem was zu sagen. Okay. Hallo. Hallo. Gewöhnlich haben sie keinen Humor für unseren Spaß. Komisch. Kontakt. Au.